Heute ist es endlich soweit, das dritte Rematch in der Liga von Pokémon Leuchtende Perle. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wer hat bitte Zeit dafür, seine Pokémon hochzuleveln? Weil, glaubt mir, das wären die schwersten Kämpfe im ganzen Spiel. Und, naja, ich müsste dafür noch ein paar Level hochleveln und da habe ich gar keine Lust drauf. Also, was macht man in so einer Situation? Ich nenne es Sonderbonbon-Spam. Falls ihr euch fragt, warum habe ich 35 Sonderbonbons? Nein, ich habe sie nicht gecheatet, die habe ich ganz normal in diesem Spiel erhalten. Wie, fragt ihr euch? Es gibt in Jubelstadt, seit, ich glaube, dem letzten Update oder so, wurde das endlich mal freigeschaltet, kann man dort irgendwo nach links gehen zu einem GWS und dort kann man dann global Wunder tauschen. Also du tust einfach irgendein Pokémon rein, tauschst es dann mit anderen Leuten und wenn du oft genug getauscht hast, kriegst du einfach so Sonderbonbons geschenkt. Ja, so einfach kann das gehen. Und ich werde jetzt einfach meinen Pokémon die Sonderbonbons geben. Ich weiß aber noch nicht genau, bis zu welchem Level ich das machen will. Ich glaube aber, ich mache alle bis auf Level 88. Oder 90. Ich glaube, ich lasse es mal bei 88 und gucke, wie ich damit vorankomme. Dum-dum-dum. So, und dann würde ich sagen, wollen wir es doch mal versuchen in der Liga. Ich hoffe, ich war einkaufen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich werde es gleich herausfinden. Im Kampf gegen den ersten Top 4 Typen. Hat er das gleiche oder was anderes? Hallo Maike, ich habe im Gefühl, dass du hier früher oder später wieder vorbeischauen würdest. Wenn man so oft gegeneinander kämpft, wie wir beide, dann spürt man sowas einfach. Und ich kann sehen, dass du viel mehr hermachst, als bei unserem letzten Aufeinandertreffen. Das gleiche kann ich auch von meinem Pokémon behaupten. So, dann will ich jetzt mal zeigen, wie krass geworden bin. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben einen heftigen Kampf vor uns. Er wird uns jetzt demonstrieren, wie schwierig diese Liga eigentlich wird. Ich hoffe, ich habe Tricky gut genug dafür trainiert. Wir haben einiges durchgemacht, Tricky. Jetzt zeig ihnen, was du drauf hast! Oh, aber er darf anfangen und Antikraft ist leider sehr effektiv gegen mich. Oh ja, das hat viel Damage gemacht, auch wenn die Animation überhaupt nicht so aussah. Einfach nur so ein paar Steine auf mich drauflegen, ganz sanft. So, okay. One-Shot. Ist ja auch normal. Feuer ist sehr effektiv gegen Käfer, das sollten wir ab diesem Zeitpunkt wissen. Alle da draußen, die zugucken, wolltet ihr wissen? So, Scaraborn macht mir ein bisschen Angst. Oh, aber Tricky hat mich ganz so lieb und hält für mich durch. Heißt, Scaraborn ist jetzt, glaube ich, down, oder? Komm schon! Yep! Okay, sehr nice. Jetzt schon zwei Pokémon down. Ich kann übrigens nicht sagen, wie lange wir hierfür brauchen werden. Wahrscheinlich 2-3 Folgen. Würde ich mal vermuten. Vielleicht auch weniger, je nachdem, wie schnell ich das Ganze angehe. Und nein, ich war nicht einkaufen, aber das ist nicht so schlimm. Denn ich habe ganz viel Top-Genesung und glaubt mir, die werden wir auch... ich kann jetzt sogar schon benutzen. Ein paar davon. Aber ich hätte definitiv mehr einkaufen gehen sollen, das habe ich nicht bedacht. Ich habe gedacht, ich habe noch genug, aber anscheinend habe ich viel gebraucht in den letzten Folgen. I don't know. Ja, wir können jetzt weiter kämpfen. Nächster Flammenwurf. Die Beldra ist das Problem. Es ist Drache und kann auch sehr gute Attacken lernen. Und sollte schnellstmöglich. Nicht effektiv. Dann habe ich da irgendwas falsch verstanden bei dem Viech. Oh Gott, ich weiß nicht, ob wir jemals die Beldra gesehen haben. Also laut meinen Attacken hier anscheinend nicht, weil sonst würde er stehen, ob es effektiv alles ist oder nicht. Eieiei, ihr seht auch schon, dass Scorpion übrigens ein neues Item hat. Und zwar das ein Giftschleim. Das ist wie Überreste, nur besser für Gift-Pokémon. Dass ihr Bescheid wisst. Ja, keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht, was ich gegen die Beldra mache. Ich glaube, ich versuch's mal mit Tails. Weil ich glaube, wir sind gegenseitig normal effektiv.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwie Donnerschlag oder sowas erlernen kann. Also kann natürlich sein. Aber ich gehe mal nicht von aus. Okay, ich habe es gerade noch so überlebt. Ganz ehrlich, ich gehe drauf. Ich versuche ihn zu verbrennen. Das ist meine Taktik jetzt. Weil ich glaube, ich werde es nicht überleben, den nächsten Angriff. Außer es liebt mich, wenn ich so viel Glück habe. Aber ich glaube es nicht. Nee. Okay, aber die Beldra ist fast down. Die Beldra ist fast down. Und bisher sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Vor allem, wenn ich jetzt mit Schnurgast reingehe. Schnurgast ist ja fast as frick. Und wenn ich da jetzt vor allem mit meinem Leben Orb sehr viel Damage machen kann, dann sollte das alles passen. Top Genesung. Hab ich ja ganz vergessen, dass ihr so lustig drauf seid. Oh mein Gott. Okay, ich hätte von Anfang an Schnurgas reintun soll. Ich habe mein Schnurgas ja, nicht ernst genommen. Scheiße schon? Easy. Ich weiß nicht, ob es am Leben Orb dran liegt, ob es deshalb so krass ist gerade, aber ja, ich bin sehr froh darüber. Von Weisel, da können wir eigentlich wieder Tricky reintun, einmal kurz heilen, dann gucken, ob ich einen Attack machen kann oder ob ich ihn zu down gehe. Ich traue mich jetzt nicht sofort anzugreifen. Ich will mich lieber heilen. Aber ihr seht schon, ab jetzt haben die auch alle 6 Pokémon. Ja, also die scherzen hier nicht mehr rum. Die meinen es jetzt ernst. Ja. Oh Gott, ich fühle mich jetzt, wäre ich in der Challenge, weil ich so wenig Heil-Items habe. Aber ich meine, für die einen oder anderen ist das bestimmt interessanter, wenn ich nicht so viel heilen kann. Von daher hier, bitteschön, für euch. Keine Highlight-Items. Also schon, aber nicht wirklich viel. Trotzdem sollte es eigentlich genug sein, obwohl bei Cynthia bin ich mir nicht sicher. Aber lass uns erstmal zu Cynthia kommen. Ja, das wird, glaube ich, noch dauern. Oder neben. Oder nee. Hat irgendwas gegessen. Wahrscheinlich habe ich jetzt überlebt. Nö, bringt nichts. Okay, nice. Naja, schützt irgendwas und hat mich gesucht. Ha, 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 ha. So, letztes Pokémon ist ein Piondragi. Jetzt das gleiche, was wir hier haben. Gift und Unlicht. Ja, weißt du was? Das kann ruhig Chelterra machen. Das ist kein Problem für ihn. Noch ist nichts entschieden. Wir geben nichts. Wir geben bis zum Schluss nicht auf. Ich merke schon, heute kann ich nicht reden. Aber wer braucht schon reden, wenn er hier austeilen kann? Und allen zeigen kann, wer hier der richtige Champ ist. Ich will zum dritten Mal Champ werden, ja? Cynthia soll endlich mal da weggehen und mich dort 24/7 stehen lassen. Das ist das, was ich eigentlich tun sollte. Ich habe verloren. Aber immerhin konnte ich dir zeigen, wie großartig Käfer-Pokémon sind. Das war der erste Kampf. Der hat uns gezeigt, dass es wirklich schwierig geworden ist. Ah, da werden die Erinnerungen wach. Ich weiß noch genau, wie mich bei meiner ersten Begegnung mit Käfer-Pokémon ihre makellose Schönheit sofort in den Bann gezogen hat. Eine Schönheit, die für sie lebensnotwendig ist. Die Niederlage gegen dich schmerzt zwar sehr, aber ich werde weiterhin nach Perfektion streben, um aller Welt zu beweisen, wie unglaublich toll Käfer-Pokémon sind. Ja, ja, laber du mal. Laber du mal. Okay, aufgepowert und ready für den zweiten Kampf. Bisher sieht es ganz gut aus, aber ich habe wirklich große Sorgen. Weil ich glaube, das wird ab hier nur noch viel, 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 viel schwieriger. Aha, wenn das da nicht Michael ist, da trifft man dich eine Weile nicht und schon bist du kaum wieder zu erkennen. Du wirkst deutlich erwachsener. Ach, da muss ich gleich an meine eigene Kindheit denken. Du hast sicher Besseres, als in Erinnerung einer alten Frau zu lauschen, oder? Lassen wir statt Worten lieber Taten sprechen. Möge der Kampf beginnen. Genau, so sehe ich das auch. Die tun so, als wäre das schon irgendwie Jahre her, dass wir zuletzt gekämpft haben. Das waren literally Tage, höchstens Wochen. Also, ja gut, ne? Sondern ich wusste, dass die Welser
als erstes rausschickt vom letzten Mal. Deshalb habe ich diesmal Chelterra nach vorne geparkt. Damit wir nicht erstmal tauschen müssen. Okay. Ich hoffe, die Beere lässt es nicht überleben. Doch, leider schon. Okay. Naja, passiert. Ja, reduziert den Schaden. Nice, Eisstrahl. Daneben. Und du bist schon mal down. So, und jetzt können wir Tails den Rest machen lassen. Glaube ich. Ich kann mich nicht mehr 1:1 zum zweiten Rematch erinnern. Oder allgemein den zweiten Match. Zweite Rematch ist ja das hier theoretisch, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Nidoking. Da kann eigentlich natürlich da drin bleiben. Oder Tricky. Oder Tricky. Ich weiß es gerade nicht mehr. Nidoking. Ich habe nicht erwartet, dass sie jetzt sofort mit Nidoking anfängt. Als ihr zweites Pokémon. Aber dann ist das wohl so. Nidoking, ja. Warum ist das so klein? Oh Gott. Wir haben noch nie gegen Nidoking gekämpft? Wundert mich ein bisschen. Aber na gut. Oh yeah! Daneben, Freundchen! Tja, ich schätze, deine Trainerin liebt dich wohl nicht genug. Oder du liebst deine Trainerin nicht genug, wie auch immer. Kein Bündnis miteinander. Kein stark genuges Bündchen. Schätze ich, kann noch drin bleiben. Vielleicht macht das Tricky einfach alles hier. Wollte eigentlich, dass Tails das macht, aber. Tricky macht einen guten Job gerade. Du hältst alles? Kein Problem. Und wie viel hältst du? Ah, das könnte knapp werden. Das könnte sehr, sehr knapp werden. Oh, Erdbeben wird mich killen. Ja. Erdbeben ist eine sehr starke Attacke. Vor allem, wenn es sehr effektiv ist. Eieieiei. Na gut, dann macht halt Tails alles, ist auch okay. Wollte zwar erstmal gucken und so, aber. Nee. Einfach drauf da jetzt. Zack, drauf, Bums, besiegt. Das war richtig cool, Mann. Wow. Mamoodle, genau jetzt brauche ich Tricky. Bei einem Eis-Pokémon. Oh Gott, kann ich aber irgendwas einsetzen? Ah, ich bin sogar sehr effektiv. Okay. Habe ich vergessen. Tut mir leid. Ich bin vergesslich. Anscheinend. Das sollte ich überleben. Ja. Da es nicht sehr effektiv ist, wird es mich nicht one-shotten. Die Top-Genesung kannst du ruhig machen. Wenn ich critte, bist du sowieso down. Vielleicht habe ich auch Glück, ich mache irgendwie mehr Damage. Oder weniger. Nicht mal. War das weniger? Ich glaube, es war ungefähr gleich, oder? Ich weiß halt nicht, was schneller ist. Ja, schneller, oder? Nee, ich bin schneller. Okay. Ich war mir gerade nicht sicher, das war ich gerade ruhig. Weil ich war wirklich nicht sicher, ob er schneller ist. Zum Glück nicht. Ich habe es einfach riskiert. Weil ich mir dachte, eigentlich müsste doch Tails etwas schneller sein. Und das bewahrheitet sich. Hippoterus! Da bist du mal wieder, mein Freund. Ja. Hippoterus wird Probleme machen, das sehe ich jetzt schon. Und vor allem ist das nicht mal ihr letztes Pokémon, also. Eieiei! Und ich weiß, wir sind jetzt ungefähr 10 Level über mit all unseren Pokémon. Im Vergleich zu den Gegnern, aber ihr merkt doch, wie hart die Gegner jetzt reinhauen. Im Vergleich. Weil wenn wir auf dem gleichen Level wären, dann würden die uns die ganze Zeit one-shotten und das wäre nicht so gut für uns. Okay. Mal gucken, ob das Chelterra hinkriegt. Ich glaube, Hippo könnte ein bisschen schneller sein, aber ich riskiere es. Nee, ich bin schneller. Eigentlich sind die Starter-Pokémon noch immer eigentlich ziemlich schnell und haben auch sehr gute Stats. Im Normalfall. Deshalb wundert mich das auch nicht, dass ich schneller war. Oh, Crit! Durch die Liebe. So, und jetzt ihr letztes Pokémon. Nice Schnurrgas, du warst vorhin am niedrigsten gelevelt. Ja, jetzt bist du am höchsten für eine kurze Zeit. Rihornior! Ha, pass auf, dass du nicht den
deine Füße unten am Boden verlierst. Irgendwie sowas habe ich gelesen. Keine Ahnung. Ist doch egal, was die labern. Ich mach sie down und dann können sie gar nicht mehr labern. Bams! Leider hat's überlebt. Mit Erdbeben wird's wahrscheinlich nicht überlebt. Das war nicht so klug von mir. Viel Ender. Dass ich das überlebt hab. Ja. In breitsigenster Zeit kann man sich nur. Ja, okay. Da hab ich das gleiche gesagt. Und du bist down! Ciao! Nice, es läuft richtig schnell. Ohne Witz. Am Ende schaffen wir alles in einer Folge. Nein, eigentlich nicht. Wir werden auf jeden Fall zwei Folgen machen, aber das wird schon ein bisschen so. Und das war's. Das war die zweite, Theresa. Ich bin zutiefst beeindruckt. Deine Kraft hat mich wie ein Erdbeben durchgeschüttelt. Lass mich dir noch einen letzten Rat mit auf den Weg geben. Auch wenn du mal einen Kampf verlieren und ein bisschen zum Mark erschüttert werden solltest, verzage nicht, sondern bleib so standhaft wie der Boden, auf dem wir stehen. Okay, werde ich tun. Machen wir uns nun auf den Weg zu Numero 3. Hallöchen, Ignaz. Hey, Maike! Ich habe unserem Rückkampf schon ganz ungeduldig entgegengefiebert. Unsere Kämpfe sind immer so heiß, da fühlt sich selbst eine Sauna im Vergleich bloß blau-warm an. Meine Kämpferseele brodelt richtig, das würde jedes Thermometer sprengen, sage ich dir. Als wenn einem die Sonne direkt auf die Rübe brennt. Krass. Na dann, zeig mal, was du gelernt hast. Du. Ich meine, du hast nur Feuer-Pokémon. Deshalb wird das schwierig für dich zu gewinnen. Du wirst wahrscheinlich am einfachsten sein. Oder auch nicht. Tails hat nicht viele AP, leider. Aber wir schauen mal, was man machen kann. Dürre. Sonnenlicht wird stärker. Okay, Feuer-Pokémon sind verstärkt durch Dürre. Ist Voluna dein neues Pokémon? Wir haben noch nie gegen einen Voluna gekämpft. Die Weiterentwicklung von... Oh, von Vulpix. Oh nein, wegen der Sonne ist Solarstrahl instant. Normalerweise ist es eine 2-Runden-Attacke, die du erstmal eine Runde aufladen musst. Eine zweite Runde greift es an. Bei Sonntag ist es instant. Und ja, das macht sehr viel Damage. Und ich mache jetzt nur die andere Attacke, die schwächer ist. Also sieh dir, was er nicht weiß, verbrennen will. Das funktioniert ja nicht mit Voluna. Logischerweise. Sondern weil ich die AP aufsparen will. Aber ob das so klug war, ist es schneller, oder? Ja, es ist immer schneller. Das kann ich nicht ausweichen. Das wird nix. Ei, ei, ei. Voluna ist wirklich stark. Was mache ich denn mit Voluna? Das ist ein ganz normales Feuer-Pokémon. Ich meine, ich kann mit Fußtritt versuchen. Oh, ich verwirre es. Ich glaube, ich verwirre es erstmal und dann mache ich Fußtritt. Konfusstrahl. Es hatte die gleiche Taktik mit einer anderen Attacke. Z. Okay. Haben wir jemals eingeschlafen in diesem Spiel? In diesem eingeschlafenen Zustand? Hier, weißt du was? Ess den Lava-Keks, den wir geschenkt bekommen haben. Den werden wir sowieso einfach sonst nie verwenden. Wozu jetzt Andenken behalten, wenn man ihn auch benutzen kann? So, nochmal Konfusstrahl. Der Flammenwurf, ihr merkt, der macht nicht viel Damage. Wir sind beide Feuer-Pokémon. Das schickt wohl irgendwie nicht. Oder hat einfach keine anderen Attacken. So, es ist auf jeden Fall erstmal verwirrt. Das kriegt es so schnell nicht wieder los. Hoffentlich. Und jetzt versuche ich ein bisschen mit dem Fußtritt in meine reinzuhauen. Ja, schieß schon mal selbst. So, Fußtritt sollte jetzt viel Damage machen. Naja, es war normaler Damage leider. Okay, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Aber solange es verwirrt bleibt, ist alles in Ordnung. Und das ist noch besser. So, nice. Panferno. Okay, wir werden ganz kurz mit Tails heilen und dann wird Tricky down gehen. Und dann machen wir einen Safe Switch auf Tails und dann Rush killen wir alle. Das ist der Plan. Mal gucken, ob er funktioniert.
Bin gespannt, ob das so klappen wird oder nicht. Es tut mir leid, Tricky. Aber es ist besser, wenn ich Tails heile. Auch wenn ich mit dir ihn verwirren könnte. Falls ich schneller bin, aber ich... Zum einen glaube ich es nicht und zum anderen... Es ist, glaube ich, wirklich klüger, wenn ich Tails heile. Ich hoffe, der Hypertrank hält ihn genug. Tempo-Hieb. So, okay, ist genug. Ist auf jeden Fall genug. Das sollte ausreichen, damit es nicht One-Shot ist. Egal, was für Kampfattacken du hier einsetzen solltest. Hydro-Pumpe, wenn ich drankomme. Alter. So viel Damage. Okay, das habe ich nicht erwartet. Ich bin froh, dass ich overlevelt habe. So, das ist down, das kann das niemals überleben. Außer es hat einen Fokus-Code. Ja, was jetzt? Jetzt bin ich eigentlich down. Jetzt brauche ich noch einen Safe-Switch. Oh, warte, es wird bestimmt heilen, oder? Moment, es wird bestimmt heilen. Ich predikte, dass er heilen wird. Wenn nicht, bin ich am Arsch. Wahrscheinlich. Er heilt nicht. Aber er macht Tempo-Hieb. Vollidiot. Glaube ich. Ich glaube, er ist ein Vollidiot. Mal schauen. Mal schauen. Nein. Shit. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich habe nichts für dich. Hab Psy-Strahl, aber das Ding ist doch locker schneller und macht mich wieder One-Shot. Na gut, es kann mich aber nur mit Feuerattacken treffen. Kampf macht keinen Sinn gegen meinen Geist. Naja, Feuerschlag sollte aber mich nicht killen. Nope. So, du bist schon mal down. Eieieiei. Und ich dachte, irgendwas wird der einfachste. Von wegen. Der lässt sich nicht so mit seinem... sich rumspielen. Oh Gott, Hundemon. Ist aber gleichzeitig ein Unlicht-Pokémon. Feuer-Unlicht. Komm, ich versuch's. Okay, ich bin schneller. Und es macht One-Shot! Yeah, baby! Das war genau das, auf das ich gehofft habe. No, das war sogar ein Crit. Das war sogar ein Crit. Ob es ohne Crit gerotet hätte? Wer weiß. Ist aber jetzt auch egal. Galoppa. Normales Fire Pokémon. Achso, stimmt, ja. Panferno war ja auch noch ein Kampf-Pokémon. Das habe ich vergessen zu sagen, deshalb hat ja auch eine Psycho-Attacke sehr effektiv Schaden gemacht. Zwei, drei Pokémon hat er noch. Aber ich habe nichts mehr zum Einsetzen. Ja, pff, als ob ich schneller bin. Als ob ich schneller bin, das ist nicht so gut. Okay, Schnurkers, ich habe dich letztes Mal unterschätzt. Diesmal mache ich nicht den gleichen Fehler. Diesmal lasse ich dich angreifen. Du hast mir beigebracht, dass du richtig stark sein kannst. Das hältst du easy durch. Und jetzt... Ja. Oh, Flammkörper. Ich hab's mir schon geahnt, aber ich dachte mir, egal. Mach einfach trotzdem. Okay, Schnurgas, das tut mir sehr leid, aber ich werde dich opfern. Ja. Ich brauche dringend Tails wieder. Okay, wir heilen beide. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Oh, wenn das so ist, meine Liebe, dann nimm mal den Heiltrank und überlebe noch ein, zwei Runden. Dann darfst du gerne noch das Galoppa killen, falls du es so lange aushältst. Eisenschweif sollte nicht so viel Damage machen. Macht's aber aus irgendeinem Grund ein bisschen mehr, als ich erwartet habe. Nicht schön. Body Slam sollte nochmal... Bin tot. Ich überleb's, aber jetzt Flammenkörper, geh ich down. Oh nein, wegen dem Flammenkörper geh ich jetzt down. Aber es ist paralysiert.
Es ist zumindest paralysiert. Ich verliere nicht wegen dem Flammenkörper, sondern wegen meinem Leben Orb. Okay, das ist... Ist das so viel besser? Wie auch immer. Okay, ich werde das mal teilen, bevor ich nochmal beleben muss. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay? Ja? Ist das so gut, Leute? Ich denke mal, das ist so gut. Besser Galoppa bitte anrichten, es ist paralysiert. Ach stimmt, es ist paralysiert, ich hätte einfach angreifen können. Weil wegen Paralyse sind Pokémon auch langsamer. Macht ja auch Sinn. So, ciao. Letztes oder vorletztes Pokémon noch von Ignaz? Was hat er noch so auf Lager? Ach, Kani. Ist das sein letztes Pokémon? Nee, anscheinend nicht. Sonst hätte er jetzt irgendwas gesagt. Oh, er hat noch ein weiteres danach. Das ist echt mies. Der drängt mich hier wirklich in die Enge. Aber Akani traue ich sehr viel zu. Deshalb schnell loswerden mit Hydropumpe. Ganz schnell loswerden, bitte. Ich möchte das Akani nicht sehen. Ich habe Angst, was es noch so drauf haben könnte. Ja. Sehr schlecht. Bitte kill mich nicht. Lieb mich. Lieb mich! Warum liebt mich Tails nicht? Och, Tails, warum? Jetzt muss ich wieder einen Safe-Switch machen, schätze ich. Was soll ich denn sonst machen? Ich hab nichts mehr, ich geh down. Das war's, ich geh down. Ja, wow, ich kann's vergiften. Aber ich werde definitiv erstmal Tails heilen. Ich will jetzt noch nicht meinen Top-Belieber verwenden. Auch wenn er natürlich nützlich wäre hier, aber den würde ich wirklich noch nicht verwenden. Das sollte mich nicht killen, eigentlich. Eigentlich sollte mich das nicht killen. Nee. Das war eine sehr, sehr starke Attacke, aber... Muss auch nicht übertreiben. Danke, Giftschleim. Du rettest mir später noch den Hintern. Das weiß ich jetzt schon. Komm, gib ihm einfach den Top-Trank. Komm. Wir wollen den Kampf jetzt schaffen. Wenn er jetzt nicht crittet aus irgendeinem Grund? Ja, gut. Okay, das ist schon mal sehr viel Damage weg. Eigentlich kann das immer so weitermachen. Merke ich gerade. Einfach Scorpion nochmal full heilen. Was wird dann Akani machen? Einfach immer wieder weiter Flammenblitz einsetzen, damit das immer weiter runter geht, die Gleise, immer runter und runter. Turbo-Tempo, dein Ernst? Okay, das gibt mir einen Free-Hit. Dann versuche ich mal mit Toxin. So, Toxin. Ja, jetzt macht es wieder Flammenblitz, aber solange das mich nicht crittet, ist alles in Ordnung. Ja. Perfekt, und wenn es Toxin trifft, ist alles gut. Yeah! Direkt dran. Was wird denn sein letztes Pokémon sein? Ich hab's schon wieder vergessen. Oh Gott. Und die Hälfte ist weg. Sehr schön. Ich versuch's mal mit dem Hypertrank. Ich hoffe, das hält genug. Ist ein Risiko jetzt, aber... Ah, sollte noch genug sein, aber am Ende Credits und dann bin ich down. Pass auf. Okay, nee, ja, hat gepasst. So, das sind jetzt immer Damage wegen Gift. Plus ich heile mich wegen Giftschleim. Das läuft sehr gut. So, nochmal heilen. Und dann sollte Akane jetzt diese Runde down gehen, wenn es nochmal Flammenblitz einsetzen sollte. Was es wahrscheinlich tun wird. Ja. Und dann die Vergiftung wird es nochmal killen. Lag ich richtig? Lasst mal sehen, Leute. Ja, ich lag richtig. Sehr schön. Soll ich mit Scorpio drin bleiben? Ich weiß nicht, soll ich mit Scorpio drin bleiben? Und der Top-Trank war gerade nicht unbedingt so schlau für Tails. Aber naja. Magbrand. Ich tu direkt Tails rein. Tatsächlich. Ja, tatsächlich schon.
Das könnte jetzt alles entscheiden. Hey, von jetzt an werde ich Vollgas geben, was gehört? Naja, was auch immer. Ich bin schneller. Das sollte er nicht überleben. Niemals! Ich habe erwartet, dass Ignaz der einfachste wird und bisher war er der schwerste. Respekt. Welch glühende Leidenschaft! Mit deinem Feuer machst du ja selbst der Sonne Konkurrenz. Tja, kann wohl sein. Uff, ich glaube, ich habe mir die Augenbrauen versenkt. Dann werden wir hoffen, dass wir beim nächsten Mal den Rest hinbekommen.